Wenn Ubisoft nicht lügt mit der letzten Chance, siehe da bei der Maus, dann ist das heute die letzte Aufnahmesession in dieser Operation. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Boah, das ist ja Kanal. Zeit fürs letzte Gebet. Amen. Die Franzosen würden Merde sagen. Vielleicht bekommt der Book ja wieder seine Splittergranaten mit der nächsten Operation. Vielleicht bekommt der Fuse einen Streusprengsatz weniger. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ging wieder ins Meer? Ja, vielleicht sogar gleich zwei, weil es war so wenig. Keller sauber. Hier Karten oder so. Okay. Gut gemacht. Ah, Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich guck mal, wie jemand Luken zumacht. Krapschi, krapschi. Alibi haben sie noch. Fragezeichen noch. Ach hier, der Deutsche. Der Deutsche. Ah, ich hab jetzt mal sein Mikro auf meine Kamera geworfen. Oh, hab ich denn das geschafft? Ups. 5 Sekunden. Hey, gehen Sie weg, Frau Iana. Oh Gott, das ist die Kapschraube. Oben am Radarraum. Schießt ja schon irgendwo rum. Blub. Schießt sie auf sich selbst? Oder es war Bug, der hier mit Scheinen verschießt. Die Grabschwur lebt ja immer noch. Ich will jetzt hier oben reingehen, ohne Grabschwur. Die beiden Mädels richten das. Na los, mach doch mal hinne. Oh. Sie ist ja minimal hier. Feind gesichtet, ja. Erster Stock. Wechsle Magazine. Ach Leute, kriegt ihr die hin? Ups. Ich dachte, die lebt noch. Die war verletzt. Gibt's schon böses Blut. Läsion ist tot. Läsion. Ja. Ah, jetzt kommt die da drüben raus. Boah, irgendwas ist tot. Ich glaube, Herzschlag, Mann. Aua, der verbleibende Gegner. Zieh Luca offen. Fall ich hier noch ein. Oh, ein Hologramm. Was? Was? Gegner ist hingeflogen? Was hat er jetzt gesagt? Da. Nein, du bist ja aufgeflogen. Das war ich, weil ich das Hologramm geärgert habe. Du warst es. Gegner ist hingeflogen, habe ich verstanden. Aber hieß es, du bist aufgeflogen. Alles klar. So viel dazu. Bendis hat gerade mal 5 Punkte gemacht, ey. Kann er. Das ist ja nicht mal hier irgendwie. Ich glaube, sind sie Vierter geworfen. Ja. Nix verstärkt, kein Strom. Habt ihr alles Stacheldraht auszulegen? Bringt das 5 Punkte oder überhaupt welche? Ja, Punkte bringt's. Feinde defensiert. Ja, Gegner haben nicht mal. Sein. Dann haben die ja noch nicht mal. Okay. Krügen. Dann haben die ja noch nicht mal einen von uns identifiziert, weil da bekommt ja jeder Leut 10 Punkte. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Gabschi, gabsch. Nein, ich bin hier nicht. Einsatz in 10 Sekunden. Ach, bleib schnell erstmal hier. 5 Sekunden. Ah, Jäger. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters.
Schatten. Blub. Das war Spielblub. Dumm, diddle, dumm, diddle, dumm. Wechsle Magazine. Zum Glück haben sie schon mal keinen Puls. Pfeffer bei Ella, Grabschrau, Läsion. Amateure, Ella ist schon weg. Schießen. Nee, bei mir hat es Amateure gesagt. HC4 fliegt nicht meine schöne Drohne. Nix, Gerischmord wenig. HC4 fliegt irgendwo an die Decke. Der Bandit, wenn es der gleiche ist, der kann nix. Ja, ist der gleiche. Oh, er hätte mich beinahe umgebracht, der Arsch. Vision habe ich. Okay. Mein Gerät ist platziert. Piep, 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 piep. Mein Gerät ist platziert, sagt sie. Oh, er hat mich verletzt, der Arsch. Der kann was. Jetzt hat er gleich ist. Ein Bandit hat abgestaubt. Ein Gegner verbleibt. Ne, er hat mich auch verletzt. Kali schießt ihn nur zur alten Karte am gelben Ping. Ja, da ist jemand. Gewesen. Eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Mach in die Garage, schau erstmal in die Ecke. Server. Wie, nur vier Gegner? Wer neu reingekommen ist, ist so. Wir müssen den Biogefahrgut verhindern. Wie wir alle wieder in einer Reihe stehen. Mein böses Auge knüpft sich am Astronsus vor. Böses Auge eingesetzt. 10 Sekunden noch. Verbesserung der Verteidigung. Noch 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Beim Schwimmdock ist jemand. Tod entdeckt. Ich bald auch, bestimmt bald. Habe eine Wand geöffnet. Die Merrick. Und Hammermann. Und Buck. Und Sophia ist die letzte. Feindsuche läuft. Mann, wir kommen mal in Arsch. Stöhnst du hier rum? Ach, es war Oryx bestimmt, der hat bestimmt einen Sprint gemacht. Viele bunte Lämpchen. Der Bagger. Oh. Das war der Bandit. Ja, das war der Bandit. Ah, Fenster hier, Außenfenster vom Serverraum ist jemand. Ich sehe gleich hinrennen, die beiden. Vor dir ist jemand Hocker, rot ja, markiert rechts. Noch einer, Hocke. Ah, oh Gott, ja. Maverick. Mein böses Auge ist weg. So schön der Arsch von Maverick. Soll er da anklopfen? Er rennt unten lang. Hier
Einer ist draußen und Maverick rennt unten lang. Okay. Hammermann draußen, Maverick unten. Magnet eingestellt! Bereit für Granaten! Hammermann ist drin, ne? Drin? Wo ist drin? Auf dem Flur, hinter dir, drin. Ja. Muss er noch anklopfen. Er hat gerade das Schild da kaputt geklopft. Er ist bei Vermeiden. Das klingt wie links. Da ist aber gar kein Fenster. Ah, schön tapsen. Hinter dir. Und hat bloß noch dein böses Auge und ne. Trifft einfach nicht. Maverick brennt draußen auf bei Wamai. Maverick ist übrig. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. 15 Sekunden. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Man hat auch gleichzeitig den Gefahrgutbehälter gefunden. Alle Gegner eliminiert. Geil, Alter, Super. Das ist immer mies, wenn die letzte Eliminierung eine Mine ist. Und andererseits schön anzuschauen. Zwei Shotgun-Kills, ey. Ich muss dem seine Klamotten noch geben. Hat doch was an. Nee, der ist nackt. Und er wendet in der ersten Runde, als ich, bevor ich ihn erschossen habe, kam er zu mir da und hat einfach die Treppe hochgeguckt. Ja. Gar nicht auf die Tür geachtet. Ich glaube, in Runde 2 hat er seinen C4 an der Luke angebracht. Aber da war niemand. Na, Kapka angeknabbert. Oh, angeknabbert? Was? Spitfire. Ein Dreieck bei uns, ein neuer Gegner. Der hat gar keinen Bock. Tschüss. Okay. Der Dreiecksmann. Gott sei Dank. Unser Türm. Unser Team führt 1-0 und es sind 3 neue Herren. Aber nur 2 davon dürfen mitspielen. Pass auf, du. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Der macht vielleicht jetzt ein Ace, indem er seine Cheats anmacht. Hier Erdgeschoss bei der Küche, also gegenüber von der Küche. Okay, erst so. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Kamera voraussetzen. Ah. Er steht auf der Stelle bei mir. Die haben noch 17 Sekunden. Die stand bei mir jetzt ganz schön lange auf der Stelle, ohne dass die Kamera kaputt ging. 10 Sekunden. Boah, der Regen ist ja schön. 5 Sekunden. Wir waren alle unterwegs und drinnen. Und also er stand bei mir jetzt ein paar Sekunden rum, ehe die zerplatzt ist. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Schießt jemand raus aus dem Haupteingang? Jetzt geht Ash woanders rein, auch gut.
ballert die Eschgeschoss da rein und geht weg. Feuerschuss! Lade nach! Wohl entdeckt, hier ist noch eine Kamera draußen. Für IQ zufällig? Nee. Jetzt kommt die Asche auch. Ich hab Westmann. Ich weiß nicht, wo die Kackkamera hier ist. Da war die Grabschrauber in der Küche. Leicht angeschossen. Oh, spring noch rein. Eigener Trupp getötet. Warum springt der nicht rein? Da war irgendwo eine Kamera draußen. Klavierzimmer. Okay, neben dem Esszimmer. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Hier auch noch ein Ticken. Hast du noch eine Wand? Weil der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter. Dann komme ich vorbei. Wieso, du stehst minimal im Weg. Ey. Böses Auge auf Patrouille. Ich bringe meinen Begleiter ins Spiel. Nicht drüber schießen, durchschießen. Ah, das wird ziemlich brennen. Ich habe einen entdeckt, Keller. Ich sorge für Ablenkung.
Er ist jetzt umgefallen. Ah! Oh Mann! Gerade ist aufgestellt, schon wieder abgebaut. Ich spiele meinen Joker. Elektro-Einsatzschild ist vorbereitet. Ey, jetzt reicht's aber. Ah! Fuse hat eigentlich zu viel Streusprengsätze. Oh nein! Super, super. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Läuft ja gerade gar nicht. Liegt an denen, die rausgegangen sind. Die haben Dreck hinterlassen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahr. Boah, massiv zurückgesetzt. Wenn du eine Wand hast, dann macht nichts mehr. Macht das Tatschanko schon. Nee, macht das auch nicht. Echo, macht das bitte. Oh nee, Leute, nicht ernsthaft da offen lassen. Wir haben doch genug Wände. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Da war jemand. Ah. Das ist zu, eigentlich. So, warten, bis Echo haben. Oder bis es sich verständlich macht. Fuse bringt an, Kacke. Hab ihn. Rapsche. Na. Sophia Chakal Book. Im Südosten unten ist jemand neben der Treppe. Im Keller. Das Kamerabereich. Claire.
kaum einer. Boah, ein Lebenspunkt oder so hast du noch? Einen, ja. Chakal verfolgt mich. Jetzt nicht mehr. Am Nachladen. Letzter verbleibender Gegner. 10 Sekunden übrig. Hat Schein, Sophia, komm schon. 5 Sekunden. Die will gar nicht. Bring sie um. Was ist denn nicht, wo sie ist? Die Gegner konnten den Behälter nicht sichern. Der eigene Druck gewinnt. Schwarzbild. Eine Ladung hat Fuse angebracht, ne? Ja. Kinderzimmer. Danach hat Echo ihn einmal gestört und dann konnte ich ihn grabschen. Noch ein Gerätekill und 2 Shotgun-Kills. Und 8 Kontaktgranaten unterwegs. Und mit einem HP überlebt. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Mal wieder. Was da anziehen, bevor du keine mehr kriegst? Schon angeziegt. Und gezockt. So. Ich hab schon gewartet, bis nichts mehr zu verstärken ist, aber lieber so als. Uns fällt wieder eine Wand. 10 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden. Schützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Die haben wieder Fuse. Termit und Hammermann und Ash. Das zerfällt. Begleiter ins Spiel. Wechsle Magazine! Ich trapp mal. Komm, mach's tot! Nein, scheiße, kacke. Ah, da waren noch so viele. Ich hänge am Tisch. Tschüss. Sophia markiert. Okay, Sophia. Außentreppe ist einer. Konnte nicht sehen, ja. Oben kommen, glaube ich, noch Fuse. Ah, scheiße, ich pack die Hologramme wieder ein. Mobilen Schild auch gleich. Das Holz. Sophia ist noch oben. Ah! Noch einer. Hammermann kommt. Hammermann wirft Granate. Hier ist in der Kabine, Fuse kommt durchs Schlafzimmer gerade. Der kommt jetzt zu Fuse. Okay. Geht wieder zurück, zieht sich in Staffel, Sophia geht durchs Schlafzimmer. Kameramann kommt bei dir. Es geht so aus und schief. Jo! Eigener Druck eliminiert.
Das war jetzt auch nicht meine Intention, mich nicht zu bewegen. Ich wollte einfach nur überleben. Ja, hat ja gut geklappt. Bei Termit war ich so zu eilig. Man muss jetzt mal schnell Kapkan umziehen. Das geht ja gar nicht. Ich habe hier so ein Robotergesicht für Kapkan. Pfui. Und die Uniform dafür. Soll ich mal drücken? Ganz schön, ja. Werkstatt. Vergessen, die Grabschrauben zu ziehen. Nö. Oh doch. Du hast vergessen, dich zu rasieren. Du lügst doch. Nee. Genau gesehen, da stand noch ein Haar. Nee, das ist Frühstück, was du meinst. Gut schon entdeckt, ja. Ich hab schon fast ein Magazin da. Meiste Mine, einfach so. Komm her. Unten ist ja eh kaum was zu machen. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Taten sind mehr wert als Worte. Böses Auge bereit. Peter Holmes. Und Sophia womöglich, da war eine Girschmott. Oh, das war von Ella. Hammermann auf dem Dach. Ja, Hammermann ist bei mir hin. Oben Büro ist Ash. Büro oben Ash, bei unserem Gitter. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Ash hab ich. Des Behälters abhalten.
Ach, scheiße, Mann. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Nein! Kapitän! Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Das böse Auge hängt noch dran, aber verliert seine Schale. Das sah gut aus. Die Gegner sichern den Biogefahr. Was macht denn der? Sofort eingreifen. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Küche. Diesmal schmeiße ich das Hologramm nicht auf die Theke. Hab mich ja letztens gefragt, schon ein paar Wochen her, ob Alibi nur noch zwei Hologramme hat, aber da habe ich mich von der Drohne ablenken lassen, habe das Hologramm auf die Küchenzeile geworfen. Da war es nicht aktiviert. Ja, es lag halt rum, ich hatte nur noch zwei und es war nicht offensichtlich, weil es eingekugelt dort oben rum lag. Was sagt uns das? Alibi hat drei Hologramme. Lass dich nicht von den Drohnen ablenken. Tot machen. Ey, ich wollte den Oryx voll krümeln. Ah ja, jetzt. Blub. So, ist hier drin alles zu. Jetzt gleich, okay. Es bleiben 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ne. Dann wieder Kapitän. Und haben wir mal auch wieder. Ich spiele meinen Joker. Der Fuse kommt oben wieder an. Mehr ist immer gut. Da unten vor der Küche. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Ah, noch einer. An der Jukebox. Ach, das Feuer breitet sich aus. Scheißdreck. Ey. Stopp doch! Macht immer so viel Schaden. Ey, ich schieße sie nieder. Schieße 30 Mal auf sie und sie stirbt nicht, oder was? Was ist denn das? Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Nur weil sie in der Fallanimation ist und da sich erstmal festhalten muss, oder was? Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wie der sich da abstützt. Oh, es ist so zum Kotzen, ey. Jedes Mal. Willst du ihn schnell umbringen? Nö. Erstmal 3 Jahre dauern. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Oh, die Drohne steht mal richtig rum. Krass. Okay, Garage, Garage. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Alibi. Zwei Drohnen stehen erstmal blöd rum. Kennen wir alles schon. Nächsten Füße. Ja. Klar. Nimm dir eine von den anderen. Die stehen noch blöd rum.
Fahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Scheiße, war das schlecht. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich kommt mal wieder jemand bei der Garage raus, dann treffe ich bloß einen. Immerhin war es ein Fragezeichen. Dein Standort ist gefährdet. Ach, Mann! Eva, ich habe doch auf diesen scheiß Fuß geschossen. Was ist denn das, Mann? Das gibt's doch wieder nicht. Was ist denn das jetzt, ey? Der gerade gestorben ist, bei dir in der Nähe. Okay. Naja, da hinten beim Anhang. Oben tapst, glaube ich, was. Alibi war oben Garage. Tammermann kommt jetzt aber hier rein. Den sehe ich. Okay, eins ist drüben. Na, komm schon. Es bleiben noch 15 Sekunden. Aua, geh ich halt rein. 10 Sekunden. Ah, Treppe. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. 5 Sekunden übrig. Eigener Trupp wurde eliminiert. Das ist so echt nicht dein Ernst. Mann, ey, da nervt schon der Fuse nicht in der Küche und dann kommt so ein blöder Feuerhans an und dann auch eine Splittergranate. Warum hat Jäger eigentlich nichts gemacht? Wobei, ich habe bei der Durchreiche irgendein Teamgerät zerschossen. Vielleicht war das ein OVS. Kann gut sein. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.